Wow, ja, also das machen wir. Aber zusammen? Ja. Nicht? Nein, also Happy Birthday. So ein trockener Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Ringye, all the people. Happy Birthday to you. Wegen dem Bier im Singen. 175 Jahre Ringye. Happy Birthday. Das Familienunternehmen lädt ein und die Gratulanten lassen nicht auf sich warten. Die Prominenz kam ins Luzerner KKL zur exklusiven Feier. Sternchen, Stars, Größen aus Politik, Wirtschaft, Show und Kultur folgten der Einladung. Insgesamt 1500 Gäste wurden vom Gastgeber persönlich begrüßt. Mein Hauptproblem ist, ich bin ganz schlecht mit Namen. Und es ist extrem peinlich eigentlich. Martin Werfeli gesagt, er soll unbedingt vorne dran stehen und ganz laut immer den Namen sagen. Aber bei ein paar habe ich mich so ein bisschen notbehelfsmässig den Begrüßung machen. Die einen ließen sich im Bentley vorfahren, die anderen brachten Bodyguards mit an die Feier. Wir haben 175 Jahre in jedem Land zelebriert, in dem Ringye tätig ist, in China, in Vietnam, in allen südosteuropäischen Ländern. Und das mit großem Erfolg. Insofern ist das für mich nur der Abschluss. Aber 175 Jahre sind schon eine reife Leistung. Ne? Nicht nur der ehemalige Bundeskanzler reiste um die Welt, um an allen Standorten von Ringye das 175-Jahr-Jubiläum zu feiern. Auch die Elbplomagronen von Starkoch Stefan Meyer taten dies. Und wie schmecken sie? Wunderbar. Genieße, es ist schon die zweite Portion im Fall. Wenn man darf. Bin schon die dritte. Muss ich noch ein bisschen nachholen. Was eigentlich für den Apéro gedacht war, ist für die Prominenten der Sparte Rockstar etwas ganz anderes. Das ist mein Morgen, weil wir so schnell aus dem Haus sind, dass wir keine Zeit haben zum Cornflakes essen. Und jetzt gibt es halt Elbler-Makronen zum Morgen. Ja, zur Ringye-VIP-Feier erschien alles, was Rang und Namen hat. In Showbiz, Politik, Wirtschaft und dem eigenen Unternehmen. Ringye ist für viele sehr wichtig. Das ist ja der wichtigste Teil von meinem Leben, Ringye. Seit 1960 habe ich auf der rechten Arschbacke Ringye-Stempel und dann hat man ja auch gewisse Beziehungen dazu. Outet sich Art Furrer und begibt sich auch zum Festakt. Schöne Musik, viele Reden, spannende Geschichten der Geschwister Ringye und Gespräche mit Freunden. Gratulation, tolle Rede. Aber 175 Jahre ein Familienunternehmen, das da der Medienminister zum Geburtstag geht. Also, da müsste er sogar gehen, wenn er nicht wollte, oder? Die Familie Ringye feierte aber nicht nur mit prominenten Gästen. Unsere Mitarbeiter, alle um die ganze Welt herum, sind unglaublich wichtig und gut gewesen, weil Sie können sich vorstellen, für ein Land wie Serbien oder China ist eine 175-jährige Firma etwas Wahnsinniges. Und wenn es dann noch eine Familie gibt, meine Schwester war dabei, wo man sieht und kann anlängen und kann tanzen mitnehmen, dann ist das schon etwas Besonderes. Dem pflichten auch die geladenen Gäste bei. Man ist natürlich schon überwältigt durch die Zahl 175, dass ein Familienunternehmen so lange bestehen kann. Das ist doch etwas ganz Tolles, da kann man nur herzlich dazu gratulieren. Eine wunderbare, unterhaltsame und würdige Feier. Es war ein Zusammenkommen von Freunden und das ist immer etwas sehr Nettes und Schönes. Ja, es ist gigantisch, ich kann es nicht anders sagen, besser geht es gar nicht mehr. Ich hätte natürlich gerne viel mehr erfahren. Da gibt es ja wunderbare Sachen. Die Feier ist nach dem Festakt aber noch lange nicht vorbei. Im Gegenteil. Vielleicht erfährt Kurt Eschbacher später noch mehr. Wenn nicht, dann wenigstens sicher etwas über das Gipfeltreffen der Schweizer Schönheitsaristokratie bei Claudio Zuccolini. We'll be right back.
Das KKL erstrahlte an diesem Abend in ganz besonderem Glanz. 175 Jahre Ringier. 175 Jahre ein außergewöhnliches Familien- und Medienunternehmen. Die Gäste genossen die Feier und waren voller Glückwünsche. Ich wünsche natürlich dem Ringier-Konzern alles Gute für die Zukunft. Sie sollen so bleiben, wie sie jetzt sich jetzt gezeigt haben. Michael, mach weiter so. Es ist grossartig, was du bis jetzt geleistet hast. Und der Abend ist ganz toll. Ich freue mich schon auf den Kollegen oder auf die Kollegin, die beim 200-Jährigen darf sein. Können Sie sich vorstellen, dass ich stolz bin, mein Schwiegersohn so fantastisch alles. Ich wünsche Ihnen allen, der ganzen Familie, viel Glück und dass Sie es weiterhin so gut machen, wie Sie es bis anhin gemacht haben. Und dass Sie weiterhin auch so fair bleiben, wie Sie bis anhin gewesen sind. Auch schöne Feiern gehen irgendwann mal zu Ende. Und das Nachhausegehen fällt nicht jedem einfach. Das gefällt mir immer noch und ich glaube, wir bleiben noch ein bisschen. Casa noch eine Party. Yeah. Und eben Party, Party heißt es im KKL noch weiter. ...175 Jahre spannende und unvergessliche Schlagzeilen wurden gebührend gefeiert. Es war ein schöner Abend. Das darf man nun zum Schluss auch deutsch und deutlich sagen. Zhuhe, Runge 175 Jahre, 生日快乐.